Die Stadt Papenburg ist an uns herangetreten und hat gefragt, ob wir Lust hätten, uns hier an dieser Gartenschau zu beteiligen. Wir fanden die Idee sehr gut, uns vor breitem Publikum vorstellen zu können. Und da über den Sommer sowieso für uns relativ arbeitsarme Zeit ist, haben wir auch Zeit, hier richtig schön was aufzubauen. Wir haben das Thema Südamerika. Was wir genau machen, das möchte ich noch nicht sagen. Aber da wir eine Baumschule sind, werden wir ziemlich viel mit verschiedenen Pflanzen arbeiten und weniger mit Stein und Wasser. Die Verbindung zu Papenburg besteht darin, dass wir im gleichen Landkreis sind und die Stadt Papenburg auch Kunde bei uns ist. Der Stadtpark ist sehr schön. Hier sind wir auch sonst am Wochenende häufiger, um hier spazieren zu gehen. Unser Betrieb selber ist jetzt 55 Jahre alt. Wir haben 24 Mitarbeiter, die im Prinzip nur Pflanzung und Pflege machen. Das heißt, wir machen keine Pflasterarbeiten, sondern arbeiten nur mit dem Grünen. Die Firma Buten, also wir sind beheimatet in Geesto-Osterbrook. Das ist die B70 runter Richtung Lingen, ziemlich genau eine halbe Stunde von hier.